Willkommen zurück, Leute. Ist das nicht prächtig? Seht ihr die Uhrzeit da unten? Jawohl. Das bedeutet, wir haben einen Part, wo wir schönen Sonnenschein genießen können. Das ist doch schon mal was. Und außerdem wollen wir uns heute natürlich mit Crafting befassen. Dafür ist diese Werkbank hier doch da, oder? Ja, ich sehe, hast du meine Werkbank fürs Basteln entdeckt. Ja, die Einführung ins Basteln. Jeder Teilnehmer darf das selbst hergestellte Werkzeug behalten und erhält ein Set von Anleitungen. Äußerst nützlich für das Leben auf der Insel. Soll ich dich für den nächsten freien Kurs anmelden? Selbstverständlich, klar. Ja, so gefällt mir das. Ich habe gerade Zeit, also können wir gleich loslegen. Cool, Leute. Jetzt kommt ein ganz tolles neues Feature hier. Sind doch mal gespannt. Wobei, manche sind ja auch skeptisch, was Crafting betrifft. Aber sehen wir mal. Willkommen bei meiner kleinen Einführung ins Basteln. Im Grunde ist das sehr einfach, wie du gleich selbst sehen wirst. Du brauchst lediglich eine Anleitung, die nötigen Materialien und eine Werkbank wie diese hier. Heute bauen wir uns mit ganz gewöhnlichen Materialien eine Angel. Für eine Angel brauchst du nur 5 Äste. Sie wird aber etwas filigran sein. Für die nötigen Materialien und komm dann wieder zu mir. Cool, Leute, eine Angel. Jawohl, das ist doch super. Wir haben auch gleich eine schöne Beschäftigung später. Wir haben ja sogar schon genug, sehe ich gerade. Na, dann können wir die auch direkt abgeben. Aber ja, das wird auch wieder super. Ich freue mich auch schon. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann alles entwickelt. Wahrscheinlich wird dann erst ein Museum gebaut, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin da sehr neugierig, aber ich mag das total gerne. Weil ich generell auch ein totaler Fan bin von so einsamen Inselszenarien. Also sogar eine ganze Weile lang auch mal eine Beschäftigung von mir. Einfach nachzuforschen, was es eigentlich noch so an Inseln auf der Welt gibt, wo wirklich fast keine Menschenseele ist und was es da so für Besonderheiten gibt, etc. Finde ich immer ganz faszinierend. Oder so kleine Inselkolonien gibt es auch, die tatsächlich auch angebunden sind, vernünftig Internet haben, etc., wo aber wirklich fast nichts drüber bekannt ist. Das finde ich immer sehr faszinierend, sowas. Aber gut, wie auch immer. Ah, Chris, du hast das nötige Material gefunden. Also dann, bauen wir uns eine Angel. Ja. Ich wähle zum Anfang ein Projekt an der Werkbank aus. Versuch's mal. Ah, da ist sie, die Wackelangel. Oh je. Das klingt schon so richtig grottig. Na, klasse. Erstmal die Wackelangel von Kick oder so. 1 Euro Wackelangel. Ja, yeah, die Wackelangel ist fertig, Leute. Cool. Genau, perfekt. Wie du siehst, ist Basteln ganz einfach, solange du eine Anleitung hast. Und das war auch schon die Einführung ins Basteln. Oh, eine Sache noch. Hier sind noch ein paar einfache Anleitungen. Kostenlos natürlich. Jetzt kommt der ganze Do-It-Yourself-Kram, ich sag's euch. Ich schick's dir einfach auf dein Nuke-Phone. Kannst du es bitte kurz rausholen? Düt. Bomb has been activated. Oh shit. Falscher Code. Ah, Bastelanleitungen. Ausgezeichnet, die Bastelanleitung ist nur auf deinem Nuke-Phone installiert. Ich frag mal nicht nach, wie das mit Datenschutz aussieht beim Nuke-Phone, wenn du mir einfach eine App fern installieren kannst. Einfach so. Ist definitiv ein cooler Sicherheitsstandard. Aber alles gut. Und die Wackelangel, die du gerade gebastelt hast, darfst du auch behalten. Ich sollte dir gute Dienste leisten. Eine Weile lang zumindest. Eine kleine Weile. Wo wir von Angeln sprechen. Ich bin kein Meisterangler, aber einen Tipp kann ich dir geben. Meiner Erfahrung nach solltest du bei Auswerfen der Leine vor den Schatten des Fisches zielen. Ja. Wenn du etwas fängst, würde ich es gern sehen. Die örtliche Fauna interessiert mich sehr. Ist das so? Du willst doch eh nur Geld machen. Gib's doch zu, Nook. Etwas herstellen. Was haben wir denn Feines? Oh, ein Lagerfeuer könnten wir schon machen. Oder den Wackelkescher jetzt auch noch. Sehen wir nochmal. Da bräuchte man nochmal 5 Äste. Ist aber schön, dass wir wirklich nur so einfaches Material erstmal brauchen. Ja, Leute. Streben wir das doch an. Sammeln wir einfach ein bisschen was auf. Und falls wir einen Fisch finden oder so, dann probieren wir das doch gleich mal. Bin wieder schön verabschiedet hier. Und jetzt erstmal. Ah, ein sonniger Tag auf der Insel. Huch. Jetzt haben wir nochmal einen Übergang. Die Konsole nämlich noch laufen lassen übers Home-Menü. So wie nachts. Ich dachte mir so oder so, ich will jetzt nicht ganz viele Parts über Nacht aufnehmen, dann ist das irgendwie auch sehr eintönig und generell in Animal Crossing ist da wenig los und nachts kannst du vielleicht auch besondere Fische angeln oder Insekten fangen, aber ansonsten, seht euch das an. Schön ist es. Nanu, was ist denn hier los? Test, 1, 2, 3, hallo mit einer, oh Gott, ach du liebe Güte, tut mir leid, puh, das war laut. Hallo miteinander. Ab heute gibt es Inseldurchsagen zu allem, was sich auf unserer kleinen Insel gerade so tut.
Ich werde Ankündigungen machen, die sehr wichtig für das Leben auf der Insel sind. Also Ohren auf, ja, ja. Und zu Beginn starten wir gleich mit einer großartigen Ankündigung. Der Flughafen von Elysium ist eröffnet. Ab heute ist es möglich, andere Inseln über eine Online- oder eine lokale Verbindung zu besuchen. Und das ist noch nicht alles. Der Flugschalter dient außerdem als Postamt, ja, ja. Und wie auch das Service Center ist der Flughafen ebenfalls 24 Stunden am Tag geöffnet. Schaut mal vorbei. Das war alles. Und jetzt macht euch einen schönen Tag. Ja, ja. Ah, okay. Alles klar. Cool. Da haben wir dann die ganzen Online-Funktionen. Und da bin ich mir ganz sicher, dass wir auch mal Animal Crossing streamen werden. Das wird auch tatsächlich so sein, dass wir einfach hin und wieder mal kleine Community-Streams dann vielleicht machen. Sehen wir mal, ne? Aber das wird alles noch ein bisschen Zeit brauchen. Jetzt bin ich erstmal daran interessiert, so ein bisschen mich einzuleben hier, bevor die erste krasse Party hier geschmissen wird mit irgendwelchen Online-Leuten. Seht mal, was da alles rumflattert. Krass. Sind richtig viel unterwegs hier. Vielleicht können wir gleich schon Gebrauch von unserer Angel machen. Sehen wir doch mal. Ja? Ah, da drüben sehe ich doch schon einen Fisch. Wollen wir es doch gleich mal ausprobieren, oder? Huch. Ich nehme schon wieder zu viel mit, aber ich finde das echt heftig, wie viel man einfach einsammeln kann hier. Da ist er. So. Das Angeln, Leute. Ganz, ganz wichtig. Das Ding sieht natürlich sehr simpel aus. Ich habe sie ein bisschen falsch ausgeworfen hier. Boah, das, Ah, wie sieht's aus? Na komm, 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 komm. Richtig leckeres Zeugs gibt's da. Hallo. Oh, das war zu schnell. Ups. Ich dachte, das wäre so einer, der sofort anbeißt. Kann das Geräusch hier noch nicht zuordnen. Dann schauen wir einfach nach dem nächsten. Muss man sich erstmal auch noch eingewöhnen, natürlich. Kein Problem. Na, doch die unterschiedlichsten Fische und so. Oh, was haben wir denn da? Eine Flasche? Eine Flaschenpost. Oh, gleich mal eine Flaschenpost bekommen. Cool. Sieht aus, als wäre da eine Do-it-yourself-Anleitung drin, oder? Kann das sein? Nee. Doch, tatsächlich. An den Bewohner einer anderen Insel. Die besten Ideen kommen einem oft unerwartet. Dieser Spiegel hier zum Beispiel. Vielleicht gefällt er dir ja genauso gut wie mir. Etwas Selbstreflexion ist nicht verkehrt, auf welcher Insel man auch wohnt. Liebe Grüße, Zenobi. Es ist Obi-Wan Zenobi, Leute. Krass. Kriegst erstmal einen Tischspiegel. Spiegelkristall fürs nächste Laserschwert incoming. Oder was? Egal. Geht schon wieder Blödsinn, aber ja. Wer auch immer Zenobi ist. Drüben ist Nepp oder Schlepp. Muss immer noch merken, wer die Flagge eigentlich trägt von euch. Na komm, jetzt aber. Genau. Mit Geduld. Bestimmt ist er beim nächsten Mal dran, oder? Ja, genau. Und unser erster Fisch ist, ja, ein Seeengel. Na, wenn es einen Seeteufel gibt, echt? Oh, Seeengel habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Krass, okay. Und wieder was gelernt. Was ich übrigens mal ganz schön fand früher. Ich fand zum Beispiel, Wild World hat auch so durchaus, ja, was sehr Pädagogisches, dadurch, dass man sich fortbilden kann. Und ich finde es sehr schön, wie viele Informationen auch drinstehen. Ist aber bei Insekten das Gleiche. Ich bin mal gespannt, wie das hier gemacht ist. Könnt ihr euch fast mal nachgucken. Das finde ich zum Beispiel mal sehr, sehr schön. Das ist halt auch für jüngere Leute einfach super gut. Dass da auch wirklich dann gute Beschreibungen und so dabei sind. Achso, wenn ich jetzt hier Minus drücke, da kann ich speichern und beenden, alles klar. Wollte ich aber eigentlich gar nicht. Muss ich das Ding erst ablegen oder wie sieht's da aus? Achso, da kann ich dann chatten, okay. Ah ja, okay. Das macht dann so lässig nebenbei. Okay, Bastelanleitungen. Aha. Ja. Das denke ich recht selbsterklärend, dieses ganze Layout hier. Achso, ich muss die Anleitung wahrscheinlich erstmal auswählen, oder? Lass mal sehen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Muss ich die erst eintragen? Hier das gleiche. Ach, erlernen. Aha. Ich weiß jetzt, wie man einen Blättchenschirm herstellt. Ah, ja. Und der Holztischspiegel. Ich weiß jetzt, wie man einen Holztischspiegel herstellt. Alles klar. Muscheln noch einsammeln. Es gibt natürlich auch ordentlich Meilen noch. Die wollen wir uns krallen. Die anderen sind auch wieder schön aktiv auf der Insel unterwegs. Bella sehen wir da schon. Ich glaube, Philipp hat man vorhin auch mal kurz gesehen. Oh, da ist was Größeres. Das ist sogar schon relativ groß hier. Na, sehen wir doch mal. Kopf. Das ist ja natürlich richtig heftig. Komm, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Dreh dich ein bisschen. Na, was ist los? Wir brauchen Geduld. Können ein bisschen die Stimmung genießen erstmal. Das geht natürlich auch. Okay, ich glaube, ich werfe ihn gleich nochmal anders aus, ja.
Bestimmt trollt er mich jetzt und jetzt dreht er sich wahrscheinlich doch. Sehen wir mal. Oh, das sieht gut aus. Ah, verdammt, ich war zu schnell. Ach, ich bin noch ein bisschen zu nervös, sorry. Entschuldige das. Yikes. Ich muss ja halt erstmal anpassen an das Spiel. Ich denke immer, der wirft irgendwie ein bisschen weiter aus, aber stimmt gar nicht. Der wirft die schon relativ direkt aus. Das ist jetzt auch blöd. Wartet mal. Das sieht gut aus, oder? Ja. Jetzt nicht mehr so nervös sein. Ah, ist ein Flunder. Eine Klische. Ich verzichte aber auf klischeehafte Witze. Wow. Okay. Nanu, was leuchtet denn da? Ich habe keine Schaufel. Leider. Ja, dann sollten wir gucken, dass wir eine Schaufel bekommen. Das sieht so nach was Spektakulärerem aus hier. Und da haben wir den ganz kleinen Fisch hier. Du kommst noch mit. Jetzt wird erstmal viel geangelt. Oh. Ja, eine Makrele. Dich wollte ich mir schon immer mal krallen. Gott. Diese ollen Flachwitze, die sie immer drin haben, ne? Ah ja, und dich kralle ich mir auch noch. Erstmal fleißig die hiesige Fauna sich krallen. Erstmal richtiger Mensch sein hier. Ach ja, das hieß ja auch, wir könnten uns Fähigkeiten aneignen, wenn wir Orangen essen. Probieren wir es doch mal, vielleicht haben wir ja Glück. Ach so, ich muss anscheinend eine bestimmte Anzahl essen, okay. Das sollten wir hinbekommen, oh Gott. Alter, stellt euch mal vor, ihr würdet 10 Orangen verdrücken. Einfach so direkt hintereinander weg. Ich muss übrigens noch welche ernten, aber das ist ja kein Problem, man sieht ja schon im Hintergrund welche. Ja, lass das ja nicht mal einen Hunger. Vitamin C-Überschuss. Auch nicht schlecht. Lecker ist es bestimmt, aber 10 Orangen. Die sind ein bisschen heftig. Oder reicht es eigentlich, wenn wir irgendwas essen? Naja, ist auch egal. So. Dann lass doch mal sehen. 2 und 3. So, wie sieht's aus? Jetzt geht's gleich rund, Leute. Was passiert jetzt nach 10 Orangen? Nichts? Hä? Wie jetzt? Haben die nicht irgendwas gesagt? Ich dachte jetzt, ich muss nur diese Leiste hier füllen oder so. Seltsam. Anscheinend ja dann nicht. Hm. Mysteriös. Oder schläft man dann drüber und dann hat man auf einmal eine krasse Fähigkeit? Na, gute Frage. Aber wir können auf jeden Fall Nook-Meilen wieder abgeben. Bastelanleitungen sammeln. Werkzeuge bauen. Genau, hier aktualisiert sich einfach alles so ein bisschen gerade. Jo. Dort noch ein bisschen jeden Tag auf der Insel. Boah, das ist auch kein Thema, denke ich mal. Alles klar. Gehen wir mal rein. Wir könnten da noch ein bisschen was craften, ne? Dann unterhalten wir uns noch ein bisschen mit unseren Leuten, ne? Mal gucken, ob der nächste Beef angezettelt wird. So, Tom Nook, wir stellen mal kurz was her. Aha, der Blättchenschirm. Da haben wir ihn. Und der Holztischspiegel sieht doch sogar ganz nett aus. Eisenerz brauche ich dafür, aber das haben wir aktuell nicht. Wackelkescher. Oh. Lass uns mal ein paar Insekten einfangen, ne? Genau. Genug fürs Erste. Und du willst Fische haben? Ah, Chris. Hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Was soll ich tun? Hab ein Lebewesen, Umzugsgebühren, alles gut. Hab ein Lebewesen, ist auch nett. Ja. Wunderbar, dann wollen wir einmal sehen, in Ordnung? Genau, jetzt kommt der Bildungsauftrag. Erstmal die Klische.
Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um eine Klische. Ha. Wenn diese Insel so etwas wie eine Klische beherbergt, wer weiß, was wir dann noch alles hier finden werden. Ich habe eine Idee, Chris. Ein alter Freund von mir leitet ein Museum. Ich würde ihn gerne mal einen Blick darauf werfen lassen. Er ist damit einverstanden, huh? Ja, ja, gerne. Vielen Dank, ich werde mich gut um deine Klische kümmern. Was wäre so cool, dass wenn unsere olle Nachteule hier mal vorbeischaut. Oh, bevor ich es vergesse. Ganz unabhängig von deiner großzügigen Stiftung möchte ich dir eine neue App vorstellen. Nanu? Museums-App oder was? Faunapedi. Oh cool. Sie heißt Faunapedi. Eine übersprudelnde Wissenskelle für angehende Naturforscher wie ich. Mithilfe dieser App erfährst du Details über alle Insekten und Fische, die du fängst. Ja, ja. Cool. Bin sicher, du wirst schon bald unzählige Einträge darin haben. Vielleicht habe ich dann auch eine kleine Belohnung für dich. Genau, wir können dir noch ein paar Sachen schicken, oder? Was das sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Genau. Haben Lebewesen. Oh, noch etwas? Ich nehme mir gern alles an, was du mir bringst. Genau. Hier hast du deinen Seeengel. Einen Seeigel kennt man aber. Oder die Seegurke auch, aber einen Seeengel tatsächlich. Natürlich, natürlich. Alles ins Museum damit. Gleich mal ein bisschen dafür sorgen. Übrigens, hast du dich an meiner Werkbank noch weiter mit dem Basteln beschäftigt? Na klar. Das freut mich. Du warst ja auch gerade eben erst dort zugange. In diesem Fall werde ich dir noch ein paar Bastelanleitungen auf dein Nook-Phone schicken. Ja, ja. Cool. Gib mir all das Crafting, das ich haben möchte, bitte. Das ist großartig. Zuerst einmal für eine Axt, mit der du Holz von Bäumen schlagen kannst. Und dazu ein paar Anleitungen für Dinge, die du aus diesem Holz dann basteln kannst. So erweitert sich dein Bastelrepertoire mit einem Schlag ganz gewaltig. Ja, ja. Bitte bring mir auch weiterhin deine Funde zum Wohle der Insel und der Wissenschaft. Ja, ja. Cool, Leute, die Axt. Was das sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Bitteschön, ich habe ja noch mehr für dich. Das kannst du kaum glauben, was? Richtig heftig, ey. Es war drei Sachen. Krass, oder? So, die Makrele. Kannst du gleich mal auf den Grill schmeißen eigentlich. Auch nicht schlecht. Aber das kommt ins Museum. Wahnsinn, was für ein Fund, eine Makrele. Fürs Museum. Richtig selten, ich sag's euch. Oha. Und zwar eine Rot-Jazinthe. Okay, das ist eine Probe unserer Waren. Du kannst sie in die Erde anpflanzen, wo du möchtest. Ein paar Tage später blühen dort hübsche Blumen. Probier's einfach mal aus. Wenn du Gefallen daran findest, kannst du jederzeit mehr kaufen. Ich glaube, die pflanzen aber uns hinten so am Teich, ne? So schön entlang. Hinten vielleicht so ein bisschen eine Blumenwiese anbauen. Genau. Da haben wir doch schon einen schönen Plan, um das Ganze ein bisschen aufzuhübschen. Oh, wir haben jetzt einiges auf einmal. Baumstammpfahl. Vogelhaus. Fackel. Feuerstelle. Ja, mit so Fackeln dann alles abends ein bisschen verschönern, ist bestimmt auch ganz cool. Ich denke, erstmal sind wir auf Werkzeug aus. Ne? Mehr Werkzeug und so wird wahrscheinlich am sinnvollsten sein. Holz und Weichholz, was bringt uns das? Ist das nur Deko oder kommen da auch wirklich mal Vögel vorbei? Hm. Erstmal ist die Wackelaxt dran. Alles klar. Damit können wir wieder ein Stückchen mehr machen. Aber was bedeutet das hier? Wer gibt mir denn die Fähigkeit? Wie bekomme ich die? Das verwirrt mich immer noch. Und wie sieht es mit deinem Angebot heute aus? Taschentuchspender. Okay. Und der Generator, den hat er aber auch immer noch im Angebot. Das scheint wohl so ganz normal zu sein. Eine Schaufel hat aber leider keine, ne? Das ist schon was ich ganz gerne hätte. Ich hoffe, die können wir uns bald vielleicht sogar selbst herstellen oder so. Lass mal sehen, was haben wir denn da? Anleitung. Mein erstes Bastelbuch. Ja komm, das holen wir uns mal. Genau. Jo, das auf jeden Fall. Nehme ich. Finde ich gut. Mein erstes Bastelbuch. Mal sehen, was es uns so bringt. Das könnte vielleicht gleich mal mehr sein. Und fertig. Wir hoffen, du hast mit den neuen Anleitungen noch mehr Spaß am Basteln. Gäbe es sonst noch etwas, was wir dir andrehen können? Nö, erstmal nicht. Taschentücher brauchen wir jetzt nicht, wir sind nicht so traurig. Über diese einsame Insel. genau. Ach, das hat er schon alles direkt übertragen quasi. Wenn ich die so kaufe, brauche ich das gar nicht mehr
zu lernen, erstmal ganz händisch. Lass mal sehen, was haben wir denn damit alles bekommen überhaupt? Oh ja, das sieht schon ein bisschen vielseitig aus. Oder Pfanne. Ein Waschbottich. Oh, eine Ocarina, wie cool! Oh, das sieht einfach aus wie Sarias Ocarina. Die Feen-Ocarina, Leute. Wie cool ist das denn? Sieht doch echt genau aus wie die Feen-Ocarina. Ja gut, ich meine, wenn du sowas aus Ton machst, kann es nicht sehr viel anders aussehen, außer du bemalst es. Aber ich finde das cool. Ja, es ist doch bestimmt an der Feen-Ocarina angelehnt, oder? Das kann doch gar nicht anders sein. Wie cool. Oh, und hier die Bratpfanne. Erstmal allen eins überbraten. Nein, Spaß beiseite. Strohbett haben wir, okay. Können es uns also schon so systematisch ein bisschen bequemer machen. Gehen wir mal wieder. Jetzt erstmal die Axt ausnutzen, oder? Wo fällen wir dann ein paar Bäume? Wenn ich aus Versehen jetzt irgendwelche Obstbäume fällen, kann man nämlich nicht so wirklich unterscheiden momentan, kann das sein? Na gut, lass mal sehen. Ups, das wollte ich nicht, egal. Das Unkraut kann man da bestimmt auch fürs Crafting noch nutzen und ich habe gar nicht mitbekommen, dass er uns gleich 5 Stück geschenkt hat da drüben. Cool. Genau, die Axt, Leute. Ausrüsten. Jetzt wird's gefährlich. Aber man kriegt hier direkt dann was. Muss ich das gar nicht ganz fällen? Ich fäll jetzt mal den Gans erstmal. Oder auch nicht, weil es nicht geht. Ach, die kann man gar nicht ganz fällen, oder was? Oder ist diese Axt noch zu schlecht? Seltsam. Ich meine, wenn man da auch so ein paar Sachen bekommt, von mir aus. Okay, na gut. Anscheinend funktioniert das so in dem Spiel. Bisschen anders als sonst, so. Und man bekommt anscheinend auch immer 3 Sachen. Tun wir uns aus. Oder auch nicht. Anscheinend manchmal auch weniger, alles klar. Die Orangenbäume, die ignoriere ich mal erstmal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein. Mann. Oh, verflixt. Warum? Oh nein. Oh. Es musste ja passieren. Au, 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 ich bin voller Wespenstiche. Autsch. Selbstverständlich. Oh, weh, Leute. Na ja, gut, immerhin haben wir jetzt ein Wespennest, was auch immer wir damit dann anstellen können. Sehen wir mal. Autsch. Aber so ist Animal Crossing. Manchmal hat man auch ein bisschen Pech damit. Ach ja, der Kescher, Leute. Ah, stimmt, ich hätte euch bestimmt auch einfach fangen können. Kommt mal gerade so, oder? Muss man auch erstmal sich wieder dran gewöhnen. Ein Zitronenfalter tatsächlich. Okay. Sei nicht sauer, weil ich dich gefangen habe. Hey, und was geht bei dir eigentlich ab, huh? Was zur heiligen Butterblume ist mit deinem Gesicht passiert? Ich hatte eine Wespe erwischt. Sieht übel aus. Die Flatterviecher sind echt eine fiese Bagage. Nächstes Mal machst du lieber einen großen Bogen um die. Tut bestimmt übelst weh. Hätte ich eine Ladung Medizin dabei, würde ich sie dir ungefragt abtreten. Hab eine viel bessere Idee. Ich zeig dir einfach, wie du dir deine eigene Medis produzieren kannst. Oh, okay. Alles klar. Muss einfach ein paar Zutaten auftreiben. Bist du im Geschäft? Halt die Ohren steif, Edel. Medizinherstellerin Bella am Start. Ich weiß nicht, in welchen Szenen du sonst so rumtreibst. Das ist, ich hätte nicht damit gerechnet, jedenfalls. So, so. Du stellst also Medizin her. Stellst auch besondere Medizin her. Ich will dir nichts unterstellen. Aber nun gut. Holz, Hartholz und Weichholz. Interessant, dass wir am meisten Hartholz haben. Na gut. Reden wir doch auch nochmal mit Philipp. Den Stein nehmen wir auch mal mit. Zitronenfalter fange ich mal erstmal nicht mehr, oder? Ja. Wenn ich was Neues sehe, fange ich es mir, ne? Bist von einer Wespe gestochen worden? Naja, nimm Medizin, dann sollte es ja bald besser gehen. Hoppla hopp. Boah. Guter Ratschlag. Ich schau dann gleich mal nach, was du eigentlich brauchst, um die herzustellen. Ja, und du? Was ist mit dir? Oi, Chris. Schön, dich zu sehen. Wir arbeiten nachts im Servicecenter, also komm einfach vorbei, falls mal irgendwas anliegt.
Im Moment vertrete ich mir ein bisschen die Beine und schaue, dass es auch allen hier gut geht. Wenn du mal Ideen brauchst, was du so anstellen könntest, sag mir einfach Bescheid. Mach ich. Das da drüben ist ein neuer Falter. Den krallen wir uns noch kurz, das sehe ich doch schon. Was haben wir da? Ein Kohlweißling. Kommt später noch alles ins Museum dann. Und wir haben natürlich auch Post bekommen. Oha! Zwei Sachen von Nintendo erstmal. Lieber Chris, alles Gute zu deinem Umzug. Wir hoffen, dass dir das Inselleben gefällt. Um diesen Neuanfang zu feiern, haben wir ein Geschenk für dich, das dir sicher helfen wird. Was haben wir denn da? Ist, glaube ich, von Update 1.1, oder? Kann das sein? Lieber Chris, vielen Dank für das Runterladen des Updates. Um uns erkenntlich zu zeigen, möchten wir dir ein Geschenk überreichen. Bis zum nächsten Update. Ist ja nett. Kriegst erstmal ein Geschenk fürs Updaten. Oh, die Animal Crossing Mom. Die ist sehr lustig. Ich bin mal gespannt, ob es doch genauso unterhaltsam ist wie früher. Mein lieber Chris, wie geht's dir in deiner neuen Heimat? Isst du auch ordentlich? Falls ja, putzt du danach immer die Zähne. Ui, lass dich von mir nur nicht stressen und genieße das beigelegte Andenken an uns. PS kann man auch anpflanzen lassen. Okay. Nett, was man alles im Briefkasten so findet hier. Huch. Ah ja, erstmal Geschenke auspacken. Da haben wir 3 Äpfel. Oh cool, wir haben gleich eine zweite Frucht. Wie, boah, und Nintendo Switch erstmal. Das ist ja cool. Behelfswerkbank, die lernen wir gleich mal herzustellen. Aber boah, erstmal eine Switch, weißt du. Das war das wahrscheinlich von einem von den Nintendo Sachen. Aber dass die Äpfel jetzt schon haben, ist mega. Die werde ich, oh, ich habe keine Schaufel. Verdammt. Das Einzige, was gerade fehlt. Ah, aber das ist so cool, dass wir Äpfel noch zusätzlich haben. Mega schön. Und hier erstmal die Switch platziert, Leute. Nice. Kann ich da? Oh, ja, der Switch-Sound. Oh Gott, es ist göttlich, Leute. Gebt euch den Switch-Sound. Es ist einfach so ein befriedigendes Klicken, das glaubt ihr gar nicht. Lässt erstmal stehen, so eingeschaltet. Später ist der Akku leer. Super. Top-Plan auf jeden Fall. Okay, lasst uns noch ein bisschen was anpflanzen für heute. Oh, ich finde das mega, was man einfach alles am Anfang schon bekommt hier. So, Pflanzen. Dauert noch ein bisschen. Aber ich finde das krass, dass wir Äpfel bekommen haben. Cool. Wie schön. Und ich denke, hier machen wir einfach so ein Blumenbeet hin entlang. Schön rund um den Teich dann. Das sieht bestimmt total schick aus später. Freue mich schon aufs Endergebnis. Wird noch ein bisschen dauern. Aber wir bauen uns das alles einfach Stück für Stück auf. Ihr wisst ja Bescheid. Jetzt gehen wir nochmal kurz zur Werkbank und gucken mal. Vielleicht können wir den Mediziner sogar schon herstellen. Das ist gar nicht so schlimm mit den Wespen. Generell können wir jetzt ein bisschen mehr schon gleich bauen, wenn wir das wollen. Klingt auf jeden Fall nach einem formidablen Plan. Was soll ich an Tomnooks Werkbank tun? Etwas herstellen. Was haben wir denn da alles? Genau, die Medizin. Die können wir tatsächlich schon machen. Wir brauchen das Wespennest und Unkraut. Da ist ja witzig, dass man mit dem Wespennest dann quasi auch wieder die Medizin herstellen kann. Weil ich mir vorstellen kann, dass sie bestimmt auch was wert ist, oder? Aber ist auch egal. Ah, man kann auch so durchschalten, alles klar. Jo, machen wir mal. Und so oder so erstmal schön viel craften. Die Medizin ist fertig. Und wir machen gleich weiter. Wollen uns auch noch ein paar Meilen abstauben. Ah, Pfanne, Waschbottich. Kann man so ein Strohbett jetzt auch theoretisch im Freien schlafen oder was? Hier ist eine richtige Feuerstelle nochmal, wenn man das möchte. Die Behelfswerkbank ist vielleicht ganz sinnvoll. Achso, wir brauchen Eisenerz. Wo kriegen wir das überhaupt her? Ich kann nur craften, wo bereit dabei steht anscheinend. Alles klar. Gut. Wir könnten aber so ein kleines Lagerfeuer uns basteln. Hierfür braucht man nur viel Unkraut. Das findet man natürlich immer. Ach komm, basteln wir uns ein schönes Lagerfeuer. Auch mal so einfach, weißt du, transportierst das komplette Lagerfeuer mit Feuer in der Tasche rum. Richtig krass. Mit meiner feuerfesten Kleidung geht das. Baumstammfallset. Was stellen wir denn hin, ha? Bauklotzset. Na komm, Waschbottich. Erstmal so am Fluss aufgestellt hier. Erstmal den Fluss verschmutzen. Läuft auf jeden Fall. Ganz fantastisch.
richtiges Vorbild. Könnte ein Blättchenschirm theoretisch auch noch bauen. Anscheinend wird noch alles abgehakt, was wir irgendwann mal gecraftet haben. Wird mit der Zeit also bestimmt ganz nett. Hat man noch was, wo man hinarbeiten kann natürlich. Und zwar wirklich alles vervollständigen, so mit der Zeit. Aber ich habe keine Ahnung, wie weit ich mit dem LP gehen will, was ich da alles zeigen werde, etc. Das wird sicherlich auf jeden Fall noch ganz schön lange gehen. Das kann ich euch aber versprechen. Und sich wahrscheinlich regelmäßig mit anderen Projekten dann noch abwechseln. Also so zweitägig wahrscheinlich irgendwann sein. Jetzt am Anfang haben wir natürlich erstmal eine Flut an Animal Crossing. Das sollte klar sein. Lasst uns doch gleich mal die Medizin einnehmen hier. So. Genau. Ah, das Auge ist wieder geheilt. Sehr schön. So, ein Lagerfeuer. Wo bauen wir da das Lagerfeuer auf? Nicht so ein bisschen näher am Strand. Hier so leicht vom Zelt entfernt. Ist das hier ein schöner Ort für ein Lagerfeuer? Jo. Boah, kann man mal so lassen. Der Waschbottich, der kommt da drüben erstmal hin. Ja, wir können mal ein bisschen mehr eigentlich noch einsammeln, wenn ich schon dabei bin. Sieht man das ganze Unkraut hier. Erstmal aufräumen. Okay. Ich denke aber auch, ich werde den Part jetzt gleich mal beenden. Dann sehen wir beim nächsten Mal. Okay. Man kann nicht interagieren mit dem Ding. Aber kommt mal ein bisschen weiter nach drüben. So. Sehr schön. Ja, ein erfolgreicher erster Tag oder so. Gibt es eigentlich wieder vierblättrige Kleeblätter? Auch eine gute Frage. Zumindest scheint hier Klee zu wachsen, ganz normal. Oh. Wen haben wir denn da, hä? Oho, ein Schwalbenschwanz. Sie stehen nicht immer zu zweit zwischen zwei Zweigen. Okay, aber was ist jetzt mit der Nahrungsanzeige auf sich? Hat keine Ahnung, ne? 10 von 10, das könnt ihr mir aber auch gerne beantworten. Ich habe da gerade irgendwie nicht so ganz den Überblick. Aber schauen wir noch kurz in die Fauna-PD, wenn wir schon dabei sind. In dieser App findest du Infos über die Insekten und Fische, die du gefangen hast. Genau, aktuell aktive Zeit. Aber es gibt aktuell keine Zusatzinfos, aber vielleicht ist es dann mit dem Museum soweit. Das kann ich mir vorstellen. Guckt es euch an, das sieht auch wieder alles ganz, ganz schön aus. Der Zitronenfalter, Schwalbenschwanz, ja, sehr schöne Grafiken dazu. Man sieht die Saison, die aktive Zeit. Ich denke mal, später dann mit dem Museum kommt dann noch mehr dazu. Witzig, die Seeengel. Klasse. Die Klische. Und die Makrele. Haben wir schon ein bisschen was, aber es gibt natürlich noch viel zu tun. Kommt alles mit der Zeit. Können wir uns Duckmeilen jetzt abholen? Ach Gott, da kommt ja noch einiges dazu. Ja doch, da oben war was. Selbst ist der Bewohner genau 300 Stück. Bald sind wir schon bei der Hälfte angekommen. Und dann können wir mit Nookmeilen abbezahlen. Sehe ich schon. Genau, fehlt gar nicht mal so viel, ne? Dass die Hälfte erreicht. Erster Einkauf. Auch dafür gibt es Nookmeilen, genau. Wunderbar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, Leute.